Schönen guten Abend, Nordrhein-Westfalen. Hier sind wir selbstverständlich NRW Live mit der heutigen Late Night. Heute ist ja, kennt ihr ja, der Easy Peasy Kino Donnerstag. Und da passt mein Gast wirklich wie die Faust aufs Auge. Ich freue mich total, denn mein heutiger Gast hat schon in Filmen mitgespielt, wie etwa Die Fälscher und Die Päpstin. Hat an der Seite von Kevin Costner unter der Regie von Kenneth Branagh in Jack Ryan Shadow Recruit mitgespielt. Und in genau einer Woche, kommende Woche Donnerstag, ist er in The Transporter Refueled in den Kinos zu sehen. Die jüngste Action-Mission aus Luc Bessons Hit-Franchise. Ja, er ist ein wahres Multitalent. Ich freue mich total. Schauspieler, Regisseur und Musiker Len Kudawitzki. Schönen guten Abend. Danke, dass du da bist. Schönen guten Abend. Vielen Dank. Menge los auf jeden Fall. Werden wir noch viel darüber erfahren, vor allem auch über den neuen Transporter, der in der kommenden Woche startet. Aber erstmal so ein bisschen zu dir als Person. Gebürtig kommst du aus dem heutigen St. Petersburg, bist aber schon sehr, sehr früh, glaube ich, mit deinen Eltern nach Deutschland gekommen. Aber immer schon, ich glaube, Musik war zumindest die ersten 20 Jahre, wenn man so will, deines Lebens eigentlich ganz, ganz wichtiger Bestandteil, oder? Ja, absolut. Mit 5 Geige angefangen zu spielen. Wahnsinn, der so Weg früh, war ja vorprogrammiert. Ja. Ich werde Violinist und dann gab es eine Gabelung des, okay, Lebens und dann hieß es auf einmal, das Leben wird ein bisschen anders aussehen, als du dir das vorgestellt, ja, hast. Woher kam die Faszination ausgerechnet für dieses Instrument? Hat das auch einen gewissen familiären Background bei dir? Tatsächlich habe ich mit 4 Klavier angefangen zu spielen, mhm, und dann bei einem Familienmusizierabend hat mein Vater seine Geige vom Dachboden geholt, hat gespielt und ich habe mich verliebt in, ja, den Sound, in das Instrument, vielleicht ist es auch die Form. Keine Ahnung, irgendwas hat mich inspiriert und in den Bann gezogen. Ja, aber auch heutzutage immer noch die Kombination, das ist ja gerade die Geschichte, du versuchst auch immer zu kombinieren, zum einen die Schauspielereien und zum einen auch die Musik, weil du hast ja auch nebenbei noch 2 Alben auf dem Markt. Ich glaube, das zweite Album kam im vergangenen Jahr, da werden wir auch gleich noch ein Musikvideo von hören. Und 1994, glaube ich, ging es los, das war das große TV-Debüt, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, Katrin und Wladimir hieß das. Was war damals deine Rolle? Natürlich kannst du dich daran erinnern, aber wie bist du überhaupt in diesem Bereich Fernsehen, Film dann auch letztendlich auch reingekommen? Also ich habe mal eine Dokumentation gemacht, da war ich 15, ja, und 3 Jahre später hat sich der Kameramann an mich erinnert bei der Besetzung für einen ZDF-Spielfilm, ja, bei Katrin und Wladimir, und dann haben die mich in der Schule angerufen, haben mich zum Casting eingeladen und dann habe ich vorgesprochen und die Rolle war halt ein Junge, der in Tschernobyl verstrahlt wurde, ja, an Leukämie erkrankt, ja, und in Deutschland behandelt wird und mit Musik seinen Krankenhausaufenthalt mitfinanziert. Und das war mein Startschuss. Und dann habe ich Mariana Segebrecht kennengelernt, ja, und uns begleitet bis heute eine großartige, innige Freundschaft. Und das war so der erste Schritt in die Welt des Films. Ja, auch sehr viel im Bereich des Fernsehens. Da hast du ja, ich glaube, zwischen 2001 und 2006 bei einer Serie mitgespielt. Das war damals eine RTL-Serie, Abschnitt 40. Ich weiß nicht, ob ihr es da draußen noch kennt. War ja eigentlich eine erfolgreiche Serie, weil ihr habt unglaublich viele Preise gewonnen bei dieser Geschichte. Du, was ist ja eigentlich? Ja. Das war einfach Kracher. Das war eine große, große Ehre, da mitzuspielen. Ich zeig mal parallel nochmal, damit die Leute es auch nochmal sehen, das Intro. Erzähl ruhig weiter. Können wir nämlich mal kurz reinschauen. Hier, so sah das aus. Du bist ja unglaublich. So schnell geht das hier, ne? Wahnsinn. Da ist es nämlich Abschnitt 40. Aber es war, glaube ich, unglaublich realistisch. Ne? Das waren krasse Fälle, die ihr da gemacht habt. Das waren wirklich tolle Drehbücher, es, ja, war eine tolle Produktion. Das waren fast ausschließlich echte Fälle aus bereits geschlossenen Polizeiakten. Ja. Wir haben mit einer Polizeiwache aus Berlin zusammengearbeitet, die uns beraten haben am Set, bei der Drehbuchentwicklung, bei den Figuren, bei den Handlungen der Polizisten. Ich habe einen Zivilpolizisten gespielt, ja, das heißt, wir waren tatsächlich auf Streife mit Zivilpolizisten, damit wir wirklich die Arbeit der Menschen, der Polizisten mitkriegen. Ja. Und es war eine absolut Hammer-Lebenszeit. Also, mit einem tollen Kollegen, Horst Gutherber, ja, der den Harald gespielt hat. Wunderbar. Hast du zu heute auch noch Kontakt zu den Leuten von damals, wo du mitgespielt hast? Ja, also mit Harald zum Beispiel, ja, also mit Horst Gutherber habe ich einen super, super Kontakt. Wir tauschen uns aus, wir schwärmen in den alten Zeiten und sagen, mein Gott, war das geil früher. Vor allen Dingen früher, wenn ich allein jetzt ein paar dieser Filme rausziehe, da sind ja wirklich auch schon relativ früh auch richtig große Produktionen dabei. Ich glaube, zum einen auch, das war der Film Duel Enemy at the Gates, das war von Jean-Jacques Annaud. Und da warst du auch mal eben an der Seite. Ich glaube, Jude Law war unter anderem mit dabei. Rachel Weisz, das war auch eine richtig fette Produktion damals. Genau, Ed Harris. Ja, Ed Harris, das war, richtig. Das waren so die ersten Inspirationen und die ersten Erfahrungen, die ich an einem großen Set haben durfte. Ja, also, ja, weil es waren... Wir hatten ein Team von 500 Leuten am Set, 300 Leute am Set, ja, und 800 Komparsen. In Cottbus haben wir die Stalingrad gedreht und, ja, so. Also das war eine unglaubliche Erfahrung. Und da habe ich auch zusätzlich nochmal Blut geleckt an den großen Produktionen. Und das war also an der Seite von Jude Law, so einem coolen Typen,
toller Schauspieler, geiler Typ, war einfach großartig. Und da habe ich 11 Tage gedreht und alles mit aufgesaugt, was ich nur konnte. Hattest du damals auch dann schon irgendwann die Idee gehabt, weil ich habe ja eben schon gesagt, ein wahres Multitalent, weil neben der Schauspielerei natürlich auch Musiker und auch Regisseur. Wann ist irgendwann diese Idee entstanden, dass du auch selber, ich sag mal, hinter der Kamera Platz nehmen möchtest und selber Sachen produzieren möchtest? Tatsächlich war das so ein Gefühl von, ich habe eine Menge Ideen und Stoffe in meinem Kopf, habe mich immer dafür interessiert, für die Arbeit eines Regisseurs, Kamera, Licht, was sind das alles für Elemente, die zusammenkommen, um gut eine Geschichte zu erzählen und wie kann man sie erzählen? Und dann habe ich den Schritt einfach gewagt, habe mit Freunden mich zusammengetan, habe gesagt, wie können wir einen schönen kleinen Film erzählen? Und so entstand dann Today is my Day. Und da habe ich dann auch wieder Blut geleckt und habe gesagt, so, okay, da muss ich weitermachen und habe das weiter vorbereitet. Sind vor allen Dingen auch wirklich sehr hoch auch ausgezeichnet worden, die Filme. Zum einen haben sie, glaube ich, beide, zum einen der erste Today is my Day und als auch den zweiten, den wir uns gleich anschauen werden, ich glaube, beide das Prädikat wertvoll auch bekommen und auch bei großen Festivals auch eingesetzt worden. Ich glaube, einer sogar auch bei der Berlinale. Das werden wir aber gleich auch noch um einiges mehr drüber sprechen. Ist für dich auch dann klar die Bestätigung, weil auch das ist ja auch eine sehr aufwendige Arbeit, die du da gemacht hast. Ja, absolut. Also man muss schon, also das ist mein Credo oder... Ja. Ich möchte alles, was ich tue, mit Herz und Seele tun. Und das mache ich. Und dabei entstehen dann halt manchmal zum größten Teil große, schöne Sachen. Und wenn dann mal was schief geht, ist auch nicht schlimm. Dann versucht man es beim nächsten Mal besser zu machen. Aber der Weg ist das Ziel. Ja. Und die Lebenszeit, die man auf diesem Weg mit Menschen verbringt, die möchte ich so schön wie möglich gestalten. Und mit Menschen, die ich mag, die mich mögen und mit denen man auch Lebenszeit zusammen verbringen will. Ja. Und deswegen bin ich total glücklich über die Projekte, die ich machen durfte. Ja, wir können vielleicht einmal ganz kurz in den Trailer reinschauen von Today is my Day, weil das ist nämlich das Schöne, was ja ein Film auch von dir ist, dass du natürlich neben den Bewegbildern auch deine Musik mit in die Filme auch integrieren kannst. Ganz kurz mal für die Zuschauer, das war, ja, ich glaube, das war der erste Kurzfilm, den du gemacht hast als Regisseur, Today is my Day, ganz kurz mal reingeguckt. Herr Liebke, guten Tag, hier ist Schwemm von der GSA. Glück auf. Das ist ja gut, Sie müssen mich ja nicht gleich anschreiben. Was machst du so? Ich arbeite in einem Callcenter. Ich verkaufe Lottoscheine. Ich hasse meinen Job. Ich verkaufe auch nichts. Ja. Da haben wir nämlich gesehen, Today is my Day. Werden wir gleich noch sehr viel erfahren über den lieben Len auch. Vor allen Dingen, das Ding habt ihr ja wirklich, hast du gerade auch gesagt, einige Leute wussten gar nicht, dass er da gerade einen Film dreht. Das war wirklich sehr, sehr spontan, glaube ich, für viele Leute. Genau, wir sind direkt in die U-Bahn rein und der Paul, der da sich nicht mitteilen kann, der hat sich in die U-Bahn gestellt und hat dann versucht, eine Mods-Zeitung zu verkaufen. Ja. Und die Reaktion der Menschen waren eben streckenweise sehr, sehr erschreckend. Ja, war leider nicht sehr erfolgreich im Verkauf der Zeitschrift. Aber als er feststellt, dass er, wenn er singt, nicht mehr stottert, da hat er dann auf einmal die Herzen erobert. Ja. Und es war tatsächlich so, dass als wir das gedreht haben, der dann anfing zu singen und dann wirklich die Menschen ihm Geld gegeben haben. Ja. Also das war wirklich so, ich habe dann Geld von den Leuten bekommen, weil die dachten, Wahnsinn. Der fängt jetzt an zu singen und dann stottert er nicht. Das ist ja unglaublich. Ja. Also das war wirklich eine tolle Erfahrung. Werden wir gleich noch viel mehr von Len Kudarwitzki erfahren. Vor allen Dingen natürlich auch die großen Dreharbeiten an der Seite von Kevin Costner, Regie Kenneth Branagh, klar Jack Ryan, Shadow Recruit. Und in der kommenden Woche ist er mit dabei, The Transporter Refueled. Also richtig viel los hier am Kino Donnerstag in der Late Night. Bleibt definitiv bei uns. Bis gleich. Danke.